Weihnachten ist für viele Familien und Kinder eines der schönsten Ereignisse im Jahr. Gleichzeitig ist es aber die schlimmste Zeit für Leute, die arm sind oder allein. Die Caritas Liechtenstein unterstützt die Leute in diesen Tagen mit ihrer Weihnachtsaktion. Wir besuchen Leute, also wir ist der Vorstand von Caritas Liechtenstein. Das sind Personen, die jede Gemeinde hat, die für uns tätig sind. Wir gehen zu Leuten heim. Wir dürfen ihnen eine kleine Geldgabe geben, ein Bargeld, wo sie einfach sich etwas Spezielles leisten kann für Weihnachten. Und das ist immer sehr eine schöne Zeit. Also die Leute sind froh, wenn man kommt. Wir reden miteinander und man hat einfach so einen schönen Austausch. Man kann sich es kaum vorstellen. Trotz Reichtum in Liechtenstein gibt es Familien oder Leute, die in absoluter Geldnot leben und deshalb Unterstützung brauchen. Also das Problem haben wir natürlich auch. Es ist zwar versteckt, die Leute geben sich wahnsinnig Mühe, dass das nicht auffällt. Sie funktionieren, sie haben gewisse Ausgaben, wo alle Leute eben auch tätigen, weil man will ja nicht auffallen, man will nicht arm sein. Aber die Realität ist so, dass Leute kämpfen müssen, für ihr tagtäglich da sein, mit Kleidern, mit dem Essen und wo dann auch beim Existenzminimum sind. Weihnachten rückt immer näher. Was wünscht sich Caritas-Präsidentin? Also mein Wunsch ist für Weihnachten, dass die Leute, die mir begegnen während dem Jahr, eben auch ein schönes Weihnachtsfest feiern können, dass sie mit Zuversicht auch ins neue Jahr hingehen. Und ich muss sagen, es hat in Leuten zu Liechtenstein einen ganzen Haufen, wo eben Leute auf die Leute zugehen, die mit ihnen reden, die für sie da sind. Und so die Nachbarschaftshilfe sehr gut funktioniert. Und das wünsche ich mir natürlich auch, dass das weiterhin so ist. Für mich persönlich, ja, ich habe alles, ich habe Familie da, wir feiern miteinander Weihnachten und ich wünsche mir einfach weiterhin, dass es so geht und ja, dass wir miteinander sein können.